Wie großartige Poesie oder Musik kann großartige Architektur die Geschichte der menschlichen Seele erzählen. Sie kann uns die Welt mit völlig neuen Augen sehen lassen. Bauwerke atmen und besitzen, genau wie wir Menschen, einen Körper und eine Seele. Aber wie schafft man es, ein Gebäude zu entwerfen, das singen kann? Wie fängt man an? Meine Eltern schenkten mir ein Akkordeon. Und wenn man das Instrument viele Jahre spielt, wird es Teil des Körpers. Die wahre Verbindung zwischen Akkordeon und Architektur jedoch besteht darin, dass es vertikal ist. Die Tasten, die Bassknöpfe, alles. Und Architektur ist auch vertikal. Hätte ich Klavier gespielt, das horizontal ist, wäre ich vielleicht nie Architekt geworden. Der Architekturstar oder der Weltarchitekt ist natürlich so ein Topos, den es schon sehr lange gibt. Zum Stararchitekten wurden aber bestimmte Architekten erst in dem Moment, in dem die Baukunst auch diese Art von Globalität für sich in Anspruch genommen hat, zu sagen, wir bauen Bauten, die vor allem fotogen sind und damit nicht nur sich selbst bewerben, sondern den Architekten bewerben und den Ort, an dem dieses Bauwerk entstanden ist.